Utake von der Nerdarea.de. Also nochmal auf Deutsch. Moin, hier der Utake von Nerdarea.de. Heute zweiter Teil von League of Legends. Und ich mache hier lustig weiter mit dem Tutorial. Ich bin jetzt hier im zweiten Kampf-Tutorial. Um in der Kluft der Beschwörer zu gewinnen, musst du den Nexus der gegnerischen Basis zerstören. Alter LOL-Noob. Und ja, schau mir mal zu. Auf diesem Richtfeld gibt es drei Lanes mit eigenen Türmen, Inhibitoren und Wellen für Vasallen. Ja, mal gucken. Ich habe mir Rice genommen, mal was anderes. Dein Training wird eine Reihe von Quests und Tipps umfassen, die dich zum Sieg führen werden. Das ist Rice hier. Rice. Ein Quest wurde in deine Questliste aufgenommen. Primärquests sind Aufgaben, die dein Team erfüllen muss, um die Schlacht zu gewinnen. Aber in diesem Sinne, ich würde jetzt erstmal die Chance halten, mal ein bisschen zocken. Quests sind optional. Allerdings können diese deine Siegchancen erhöhen und du erhältst durch sie zusätzliches Gold. Gut gemacht! Du hast einen Tipp erhalten. Klicke auf das Tipps. Gut gemacht. Achte auf die Tipps, die während der Schlacht erscheinen. Normalerweise erscheinen die ersten Vasallen nach 90 Sekunden. In diesem Training werden sie allerdings erst erscheinen, wenn dein Champion die Basis verlassen hat. Du bist bereit, dein Training zu beginnen, Beschwörer. Kaufe einen Gegenstand beim Händler und verlasse die Basis, um die Schlacht zu eröffnen. Das kriegt ihr gleich zurück. Los, los, gehen wir! Kenne das Schlachtfeld. Schlage dich bis zu einem gegnerischen Turm durch und zerstöre ihn. Kommt ihr damit klar? Bleib hinter den verbündeten Vasallen. Erschlage gegnerische Vasallen. Haltet mich nicht auf! Bleib hinter den verbündeten Vasallen. Kommt schon! Benutze den Rückrufzauber, um zur Beschwörerplattform zurückzukehren. Dein Champion ist ernsthaft verletzt. Sei in der Nähe von Türmen vorsichtig. Gegnerische Doppeltötung. Verdiene zusätzliches Gold, indem... Lass dich nicht entmutigen. Los, los, gehen wir! Jeder Champion besitzt eine passive Fähigkeit. Betrete den Dschungel und besiege die Wölfe. Du hast eine Unterstützung erzielt.
Rechtsklicke die Minikarte, um an den gewählten Ort zu laufen. Kommt schon! Das kriegt ihr gleich zurück! Ein Verbündeter wurde getötet. Los gehen wir! Stoße weiter bis zum gegnerischen Inhibitor vor. Auf Hinterhalte. Dein Champion ist ernsthaft verletzt. Haltet mich nicht auf! Bleibe nahe am Kämpfen, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Erfolg! Zerstöre die vordersten Türme. Lerne, wie du besiegt wurdest. Kommt schon! Ein Verbündeter wurde getötet. Los gehen wir!
nicht auf. Du kannst beim Händler einkaufen, während du auf das Erscheinen deines Champions warten musst. Kaufe dir Stiefel im Laden. Kommt ihr damit klar? Haltet mich nicht auf! Schalte die ultimative Fähigkeit deines Champions ein. Kommt schon! Kommt schon! Ein Gegner wurde getötet. Bleib hinter den verbündeten Vasallen. Den ungeschützten Inhibitor. Kommt ihr damit klar? Hingerichtet. Dein Champion ist ernsthaft verletzt. Das kriegt ihr gleich zurück. Hingerichtet. Los, los, gehen wir! Yeah.
Kommt ihr damit klar? Der Gegner hat einen Turm zerstört. Halte dich nicht auf! Ein Gegner wurde getötet. Achte auf deinen Status. Dir werden nun Supervasallen beistehen. Du hast sehr viel Gold. Los, gehen wir! Du kannst Chatnachrichten an Verbündete schicken. Kommt schon! Kommt ihr damit klar? Na, zerstöre den gegnerischen Nexus. Euer Team hat einen Turm zerstört. Berserker.
Schaden gerichtet. Euer Team hat einen Turm zerstört. Hey! Ich glaube, so oft ist noch niemand im Tutorial gestorben. Ich sag ja, ich willkommen in der Zusammenfassung. Hier kannst du dir die Statistiken zu den Champions ansehen und dich mit den anderen Beschwörern der Runde unterhalten. Aber gegen andere Spieler, glaube ich, ist noch ein bisschen schwer. Aber was soll's, gewonnen ist gewonnen, auch wenn es ewig gedauert hat, gefühlt. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Euer Ultag von nerdarea.de. Ciao, ciao.